Willkommen zurück zu Legend of Mana. Immer noch auf dieser komischen kaputten Schlange hier, die ziemlich eklig von innen aussieht. Und immer noch auf der Suche nach Irvin, der versucht die Welt zu zerstören. Und Mathilda, die sagt, ja, dann lass ihn doch zerstören. Diese Olle. Zusammen mit Dana, meiner kleinen Cat Lady. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was hier noch auf uns zukommen wird. Denn die Gegner haben es tatsächlich ziemlich in sich. Sie sind zwar nicht so stark wie Sephiroth, aber stark genug. Muss man dazu sagen. Oh. Boah, noch mehr Gegner. Gib mir more. I need more enemies. Smack und Smack und Hack und nicht getroffen. So, dich habe ich besiegt. So, gib mir das Bäulchen. Mag Bonbon. Bonbon ist auch so eine dicke Glückssache, weil Bonbons nämlich die einzige, also wenn Gegner während des Kampfes Bonbons fallen lassen, dann erst bekommen wir Lebenspunkte im Kampf zurück. Voll ätzend. Da. Lass mich, ich mach mal ein bisschen Magie. Und wechsel hier weiter rum. So, geht's hier oben weiter? Ne, da unten geht's weiter. Da sehe ich schon wieder so ein Loch zum Reinkrabbeln. So. Ah, aber ich glaube, das, worauf wir uns hier rumbewegen, ist das Monster, welches er wiederbeleben möchte, der Irvin. Das ist aber auch ein großer Vogel. Ey. Hört mal auf mit dem Kram hier. Sonst komm ich. Sonst hole ich meine Mutter. Das könnt ihr mir glauben. Die wird euch sowas von an den Ohren ziehen. Wer auch immer auf die Idee kam, dass es ein lustiges Feature wäre, eine Ente mit einer Schlange zu kombinieren. Ich meine, was soll denn das sein? Könnt ihr genauso gut. Eigentlich müsste ich Pokebälle werfen bei den ganzen Kreaturen, die hier rumfliegen. Aber ich bekomme keine Pokebälle in diesem Spiel. Ich bekomme nur Riesenhorn. Das Schöne ist, es gibt hier gerade keine großartigen Abzweigungen. Es gibt nur einen Weg. Und den einen Weg gehen wir dann natürlich auch. Aua! Auf mich ins Gesicht zu schlagen. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mir ins Gesicht gehauen. Das petzig. What? What is that denn? Oh gut, aber viel halten die nicht aus. Aber versteinern. Das können sie. Jetzt müssen wir mal bitte durch mit den Erfahrungspunkten. Danke sehr. Ihr liebensgewürzig. Kommt sicherlich gleich noch eine Runde davon. Eine Runde? Ja, sehr gut. Einmal straight on. Aber scheinbar sind wir hier beim Final Showdown. Na dann. Hallo. Ich existiere einzig und allein, um euch bösartige Kreaturen vom Antlitz dieser Welt zu tilgen. Es ist euer Schicksal zu vergehen.
Ihr habt dem Land so viel geraubt. Genug geredet. Bringen wir es zu Ende. Okay. Was jetzt? Wann bist du denn so groß geworden? Komm, triff ihn. Oh, warum triffst du denn nicht? Elisha, mein Schatz. Alter. Er lädt irgendwas auf. Mal lieber Abstand halten. Alter! Ich glaube, es hackt bei dir. Hör auf, meine Freunde zu hauen. Okay, was lädt er jetzt auf? Shit, das war doof, hier nah dran zu stehen. Er lädt wieder irgendwas auf. Oh fuck, ist das hart. Und das war's. Mann, ey. Hey Mathilda, wohin geht es für mich nun? Erneut in den Kampf, würde ich sagen. Das machen wir jetzt so lange, bis der erste Hit sitzt. Kennen wir ja schon, aller guten Dinge sind drei und so. Yes! Der hat gesessen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt lädt er wieder irgendein Kram auf. Ah. Oh, shit. Doch wieder reingesprungen. Aber egal, diesmal haben wir ihn. Aus dem Weg. Und hier hoch. Gibt es bei dieser Attacke überhaupt einen Safe-Spot? Ich weiß es nicht. Und es sieht auch irgendwie nicht danach aus. Aber das passt schon. Yikes! Von mir jetzt nicht mit solchen unfairen Mitteln. Aber erwischt! Haha! Moment, der hat eine zweite Phase, glaube ich. Wir haben nur Lebensenergie bekommen. Der geht noch in eine zweite Runde. Okay. Nichts für Leute mit epileptischen Anfällen. Oh! Das ist schon mal gut. Haben wir jetzt besiegt oder nicht? Und was ist das für ein Vogel? Sieht gut aus. Sieht in der Tat gut aus. Und hey, Dankeschön fürs Follow, Luna Nikolain. So. Nestes Cancun. Ah, hier sind wir. Dana. Was ist los? Nein, bitte nicht. Abtessin ist soeben verschieden. Mathilda, nein. Ist ihr Körper noch im Raum der Traum-Dingsbums? Sie ist verschwunden. Verschwunden? Aber warum? Was sollen wir tun? Sollen wir nach ihr suchen? Nein, das wird nicht nötig sein. Wie sollen wir es dieser Welt verkünden? Tut mir leid. Werde eine Weile über alles nachdenken müssen.
glaube, ich muss mal ein bisschen die Textgeschwindigkeit runterdrehen. Präsenz der Fürstin von Irwin ist... Hä? Ist er gestorben? Er sollte doch die Menschheit auslöschen. Meinst du... Vielleicht sterben ja wir bald aus. Wir? Genau. Wir haben noch so lange über den Krieg nachgedacht und vergessen, das Dings tun. Verräterin! Erwartest du... Ey! Immer nicht so schnell! Die lauern Geister um den Erlaubnis rum. Sag, was ich tun soll. Dass sie herumlaufen, sie machen keinen Ärger. Ja, dich interessiert auch gar nichts, was? Olbrun? Hey, wer bist du denn? Hast du deine Feuertaufe erhalten? Willkommen, Mathilda. Hast du Selvas Angebot angenommen? Es wäre mir eine Ehre, Mitglied der Weisen zu werden. Ignoriere mich nicht! Tilda, dein alter Körper ist nicht mehr notwendig. Es wird Irwin schmerzen, dich so zu sehen. Er bereut nämlich, was er jenen Tag getan hat. Wäre schön, wenn mich mein Alter entsprechend sein würde. Na also, da ist er wieder jung, sehr schön. Ist Irwin hier? Er ist in den unteren Ebenen. Darf ich dich zu ihm geleiten? Nein, ich gehe allein. Irwin. Hey, bist du frisch abgekratzt? Wir sind hier in der Unterwelt. Hier unten gibt es Regeln, die befolgt werden müssen. Irwin! Verschwindet, Schatoren. Verschwinden? Hat sie gerade wirklich gesagt? Meine Güte, Mädchen. Du willst uns sagen, was wir zu tun haben? Ich bin das Universum und ich sage, was ihr sollt verschwinden, Schatoren. Was ist gerade passiert? Das war ein einfacher Zauber. Wie fühlt es sich an, tot zu sein, Irwin? Deine Kräfte überraschen mich mehr als mein eigener Tod. Eigentlich war das die Kraft des Universums und nicht meine eigene. Alles, was wir begehren, vermögen unsere Seelen sofort zu... Bla! Wie eine Göttin. Du kannst das auch. Du musst es dir nur wünschen. Ich bin ein Dämon. Begehre nur zu zerstören. Das stimmt nicht. Du hast geholfen, mich zu erschaffen. Mein ganzes Leben lang habe ich... Das nervt so, dass das Spiel gerade autoscrollt. Na, ganz toll. Alles aus Liebe gemacht und dann doch nicht das Herz bekommen. Ein etwas, ja, ich würde fast sagen, traurige Geschichte zum Ende hin. Aber gut, was soll man anderes machen? Aber das nervt mich. Das nervt mich ungemein. Versuche ich mal. Jetzt erstmal nach Hause. Und zu Hause werde ich dann als allererstes dafür sorgen, dass ich
dass ich die Textgeschwindigkeit runterscrolle, weil das hat mich schon bei der bei dem Story Arc mit Illazul und Perle super abgenervt. Oh, cool, die kommt jetzt mit, finde ich schön. Und jetzt wieder darum, also Ringland. Hier keine Möglichkeit, die muss doch hier irgendwo eine Möglichkeit geben, die Textgeschwindigkeit runterzudrehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja... Wird ja mal grausamer hier mit mir. Hast du verschiedene Einstellungen an. Bewegungsmodus laufen, laufen, bla bla bla. Bla! Bla 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 bla. Aber wir könnten hier die Musik umändern. Merkt ihr da einen Unterschied? Ja, doch, ein bisschen. Ich glaube, da haben sie ein paar Instrumente mit reingeworfen. Aber ich bin jetzt trotzdem echt meh. Ich bin mad ein bisschen deswegen. So, und die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal eine Quest zu werfen, die schnell geht. Oder sowas. So dass wir gegebenenfalls die letzten 15 Minuten nochmal ein bisschen anderen Stuff machen. Also was heißt anderen Stuff machen? Wir haben nämlich noch ein paar Story Arcs auf jeden Fall vor uns. Muss mal eben schauen, was sich da ganz gut ein was sich da irgendwie ganz gut einbinden lässt. Okay. Schauen wir mal. Es gibt hier wohl noch was ganz Tolles. Und zwar bei den Werkstätten wohl. Nö. Irgendwie nicht so. Die Quest gibt es nicht. Ich gehe gerade so ein bisschen so die ein paar Quests durch. In der Hoffnung, dass das irgendwie was wird. Okay. Gibt noch eine Quest in Dominia scheinbar. Warum? Also aktuell ist das halt eben so der Punkt, ich kann halt eben hier hart durch die Weltgeschichte irren. Aber das bringt halt eben nichts, das zu machen. Weil... Das wäre ja für euch auch langweilig. Direkt zum Mana-Baum würde ich jetzt nicht laufen wollen. Ich probiere mal hier mal etwas. Hier ist natürlich nichts.
was haben wir hier? Willkommen zum Mana-Segen. Ich bin Fräulein Yuka. Mir gehört dieses Gasthaus. Sehr interessant. Die Quest wird irgendwie nicht getriggert. Sehr schön. Na gut, dann machen wir das anders. Wir haben noch ein paar Story Arcs. Dann cutte ich hier doch einfach mal. Und dann entscheidet der Stream einfach mal wieder, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Bald. Demnächst.